Bevor das Video startet, würde ich euch darum bitten, schaut euch das Video komplett an, teilt es ruhig euren Freunden, um ihnen auch absolut geile Flashbacks von den alten Zeiten zu geben. Oder falls sie das Spiel nie gezockt haben, echt einfach mal zu zeigen, was die wirklich verpasst haben. Ich studiere, by the way, nebenbei und arbeite Vollzeit neben meiner YouTube-Tätigkeit. Ich habe in das Video richtig viel Arbeit reingesteckt. Hier sind mindestens 10 Stunden blanke Arbeit in den letzten beiden Tagen reingeflossen. Also Leute, guckt es euch komplett an, lasst mir vielleicht ein Like da und teilt es. Kuss. Wieso war Call of Duty Black Ops 2 so gut? Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich euch eine Geschichte von Call of Duty um 2010 rum erzählen. Und unter anderem auch meine Geschichte, wie ich damals als 8-Jähriger angefangen habe, Call of Duty zu spielen und jetzt Teil der verschwitztesten Call of Duty Spieler meiner Ära bin. Dazu möchte ich auch noch einmal erwähnen, dass ich dadurch, dass ich damals so jung war, diese Zeit wahrscheinlich nochmal um einiges anders und intensiver wahrgenommen habe. Kinder nehmen ja viel krasser Sachen auf. Diese Zeit hat mich wirklich so absolut geprägt. Ich kann mich an viele Dinge noch genau erinnern. Gehen wir einmal ganz weit zurück ins Jahr 2009, als das erste COD rauskam, das die Reihe und insbesondere Shooter auf Konsolen komplett nach vorne katapultierte. Call of Duty Modern Warfare 2. Zu diesem Zeitpunkt spielte ich noch nicht aktiv COD. Ich habe zwar schon einmal World at War nach der Schule während der ersten Klasse mit meinem Klassenkameraden Danny auf der Xbox 360 seines Stiefvaters im 1 vs 1 Modus gespielt, jedoch noch nicht aktiv Multiplayer. Call of Duty Modern Warfare 2 zeichnete sich darin aus, als erstes COD einen Nuke als 25er Streak zu haben. Damals musste man sie bei den Abschussserien noch auswählen und konnte sie einfach erreichen, indem man Kills mit seinem Harrier Jet, der AC-130 oder einem Chopper Gunner machte. Zu dieser Zeit wurden unter anderem YouTube-Urgesteine wie Commander Krieger, Allotrix, The Tesco oder auch unser Melonenkopf Danny X The Solution groß. Fast forward 2010. Das Jahr, in dem der erste Teil der Black Ops Reihe erschien. In diesem Jahr habe ich zum ersten Mal mit meinem besten Freund Matti den Multiplayer gespielt und war wirklich sofort süchtig. Unter anderem habe ich hier zum ersten Mal den Zombie-Modus gespielt, wo wir es wirklich nie schafften, über Runde 5 auf Kino der Toten zu kommen und absolut jedes Mal an den Hunderunden gescheitert sind. In Black Ops 1 gab es außerdem zum ersten Mal einen Blackbird, aka Obi, aka Harp, aka, ihr wisst schon, was ich meine. In diesem Game konnte man mit seinen Streaks wirklich komplett reingehen und endlos Kills machen, da es weder Spawnschutz noch SBMM gab, um die Noobs zu schützen, was ich damals mit 9 Jahren natürlich noch nicht ausnutzen konnte, da ich selbst ein totaler Noob war, der trotz, dass er jede Runde komplett zerstört wurde, absolut Spaß am Game hatte. Ja, was sagt ihr dazu, Activision? Noobs, die jede Runde zerstört werden, brauchen kein SBMM, um Spaß am Spiel zu haben. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ab hier ging es für unsere YouTube-Urgesteine nämlich komplett bergauf. Freute mich damals über jedes Allotrix-Video, wo er wieder eine absolut geile Real-Life-Story erzählte. Ey Leute, was geht? Allotrix ist hier und so und jetzt nehmt erstmal euren Penis in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Oder wenn es ein Kill-Duell zwischen Solution und Tesco gab, saugte ich es wirklich geradezu auf. Fast forward 2011. Im Jahr darauf erschien Modern Warfare 3. Das erste Call of Duty, bei dem ich meine Mutter dazu überreden konnte, es mir im GameStop im Nova Event zu kaufen. Diese COD zeichnete sich durch den Spezialistenbonus aus, mit dem Leute einfach nur abnormale Spawntrap-Mobs erspielten und man einfach gefühlt Gott sein konnte. Auch wenn es unserem Red Hat nicht gefiel. Nein, bitte nicht! Du Fatzemann! Brach es wirklich sämtliche Verkaufszahlen und war für viele Leute ein absoluter Segen mit seinen vielen geilen Waffen und sicken Maps. Kleiner Funfact am Rande, damals gründeten gleichaltrige Freunde von mir einen Clan, der Dynasty hieß. Ich war damals, by the way, Dynasty Aimster. Diesen Gamertag habe ich bis heute noch auf der Xbox. Ach ja, und an alle Oldschooler unter euch. Zu dieser Zeit erschien auch das Legendenlied Hey Blow von Dave. Wirklich alle, die es kennen, absoluter Legendenstatus, wirklich. Das Lied ruft so Flashbacks in mir hervor. So, genug über die alten Zeiten geschwärmt, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Fast forward. Wir schreiben den 13. November 2012. Der Tag, an dem Call of Duty Black Ops 2 erschien. Das wohl beste Call of Duty aller Zeiten. Selbst Red Hat Carsten fand mit dem Game seine Liebe für Call of Duty wieder und ich werde euch jetzt genau erzählen, wieso das Game so
abnormal gut war. Aber erstmal meine Story, wie ich so als 9-Jähriger die ganze Sache wahrgenommen habe. Wie bereits gesagt, kam Black Ops 2 am 13.11.2012 raus und ich weiß noch genau, wie ich mir damals in unserer kleinen Dreiraumwohnung in Zeitzost auf dem Fujitsu Siemens Laptop meines Vaters alte Gameplays von LEA und unter anderem auch Allotrix zu dem Game angeschaut habe, während ich Whistle von Flow Rider gehört habe. Und mein kleiner Körper einfach voller Dopamin war, weil ich keine Sorgen haben musste und mich einfach nur absolut auf dieses verdammt geile Spiel gehypt habe. Kurz nach dem Release ließ ich meinen Freund Matti in der Videothek Black Ops 2 aus. Die Videothek gibt es heute leider nicht mehr. Und wir machten eine Übernachtungsparty zu zweit im Wohnzimmer auf der Couch seiner Eltern und spielten die ganze Nacht Black Ops 2 auf dem großen 24 Zoll Flatscreen von Blaupunkt. Die allererste Map, die ich damals spielte, war Hijacked, welche ich wirklich sofort liebte. Das Gefühl zum ersten Mal Black Ops 2 zu zocken, kombiniert mit dem Geschmack des Relentless Energy Drinks, den Matti vom Kings of Extreme in Leipzig mitbrachte, werde ich wirklich nie vergessen. Genauso wenig wie die erste Runde Transit Zombies. Bevor wir darüber reden, was den Multiplayer so absolut einzigartig und unüberbietbar machte, reden wir etwas über den Zombie-Modus, denn dieser kam zum Release nicht nur mit einer, nicht mit zwei, nicht mit drei, sondern mit 4 verdammten Maps raus. Während wir in den letzten Jahren immer bloß einzelne Karten zum Release gedripfeedet bekamen. Die 4 Zombie-Maps nannten sich zusammen Green Run und beinhalteten Town, Farm, Bastipo und Transit. Transit beinhaltete die 3 Maps und noch weitere Teile und man konnte zwischen den einzelnen Karten mit einem Bus hin und her fahren. Später kam dann übrigens auch noch Nuketown Zombies als DLC-Map. Auch wenn Transit nicht die beliebteste Map war, kamen später noch 4 weitere Karten hinzu. Die Rise, Mob of the Dead, Buried und Origins, die allesamt wirklich Legendenstatus verdient haben, insbesondere Origins mit seinen 4 elementaren Stäben und der absolut kranken Story. Als ob diese ganzen geilen Maps nicht genügen, konnte man außerdem von Release an den Modus Schmerz spielen, welcher ein 4 vs 4 Mode war. 8 Leute zockten also auf den Maps und das Team, welches zuletzt noch lebte, gewann. Man konnte seine Gegner mit EMP-Granaten trollen und es gab einen Item-Drop, der einfach bloß ein verrottetes Stück Fleisch war, welches man an Gegner dranwerfen konnte. Und dann auf einmal wurden sie von allen Zombies auf der gesamten Map verfolgt. Das sah dann ungefähr so aus. No, dude, he threw a freaking EMP at my fucking back. Dude, he keeps doing it to me. So, jetzt aber genug über den Zombie-Modus geschwärmt. Könnte euch wirklich noch ewig etwas über den Zombie-Modus erzählen, aber dann wäre das Video 2 Stunden lang. Die Kampagne war auch absolut geil, da man den Sohn von Alex Mason aus Black Ops 1, David Mason, gespielt hat und immer zwischen der Zukunft und der Vergangenheit hin und her switchte. Außerdem konnte man selbst Entscheidungen treffen, die sich später auf die Story auswirkten. Das sollte aber nicht das Hauptthema des Videos sein. Der Multiplayer. Eine Revolution in der Call of Duty Geschichte. Bevor wir anfangen über den Multiplayer zu reden, kommen wir aber erstmal dazu, welche YouTube- und Twitch-Legenden mit Black Ops 2 angefangen haben und von da aus groß geworden sind. Darunter befinden sich nämlich Namen wie Marcel Scorpion, der für seine extrem guten Commentaries bekannt war, Visca Barca, welcher damals das Pub-Stomper-Beast schlechthin war, Montana Black, der heute der größte Streamer Deutschlands und damit auch einer der größten Streamer weltweit ist, und vor allem Haptic, der die deutsche Call of Duty Community bis heute am Leben hält und supportet. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals seine lustigen Freestyle-Videos einfach nur inhaliert habe. Bus geht raus, Haptic. Es wäre mir eine Ehre, wenn wir mal zusammen im Discord chillen und Vanguard oder Warzone zocken würden. Ich nehme auch deinen ausländischen Jarak in den... was ich sagen wollte, ich feiere dich für deinen Einsatz für die Call of Duty Community Deutschlands und in vielen Themen sprichst du mir wirklich aus dem Herzen. Beispielsweise das Allotrix-Video über Vanguard oder diese neumodische Gender-Kacke, die man wirklich immer wieder vorgesetzt bekommt. Marcel Scorpion und Visca Barca zogen dann später auch zusammen nach Köln. Und ich sage euch, ich war damals so ein Fanboy. Ich habe jedes Video von den beiden inhaliert und habe teilweise Träume gehabt, dass ich mit denen einen Tag verbracht habe. Ach ja, aus dieser Fanboy-Zeit ist dann übrigens auch bei mir der brennende Wunsch entstanden, selber YouTuber zu werden. Und auch wenn ich von den
Einnahmen jetzt absolut noch nicht leben kann, bin ich unglaublich froh, mittlerweile über 2400 stabile Allmänner an meiner Seite zu haben, die mich supporten und meine Videos schauen. Danke dafür, Leute. Marcel hat mittlerweile übrigens all seine Videos auf dem Hauptkanal auf privat gestellt und macht nur noch Reactions auf irgendwelche Cringe-Reality-Videos. Und Bausa macht selten noch Gaming-Videos und legt seinen Fokus voll und ganz auf Fußball. Ja, und über Monte, ich glaube, über den müssen wir nicht viel reden. Den dürfte eigentlich der ein oder andere von euch schon mal gesehen haben. Er streamt in letzter Zeit sehr viel GTA-RP und verdient sechsstellig im Monat. Wenn ich mir die Zuschauerzahlen auf Twitch ansehe, die konstant zwischen 70.000 und 100.000 liegen, bedenke, was er auf allen drei Kanälen monatlich für Klicks macht und man noch in Betracht zieht, dass er einen Klamottenshop hat, der sehr gut läuft, dutzende Sponsorings am Laufen hat und im Hintergrund, was man nicht weiß, vielleicht auch noch an einigen Geschäften beteiligt ist, dann kann man sich nur ausmaßen, dass er garantiert zurzeit alleine für sich über 300.000 im Monat verdient. Natürlich unversteuert und Leute, das ist bloß eine Schätzung von einem absoluten Amateur, also nagelt mich darauf nicht fest. Im Großen und Ganzen kann man also schon sagen, dass aus dieser Zeit so einige Namen hervorgegangen sind. Aber jetzt mal wieder genug vom Thema abgeschweift, kommen wir zum Multiplayer. Als das Game launchte, gab es 15 Maps, darunter absolute Legendenkarten wie Nuketown, was es bereits jetzt zum zweiten Mal in Call of Duty gab, Raid, Hijacked, Slums, Yemen, Standoff. Dazu muss man auch noch sagen, dass später durch DLCs noch 16 weitere geile Karten hinzugekommen sind. Jede Map war originell und sehr wenige haben keinen Spaß gemacht. Gleichen wir das Ganze mal mit dem Multiplayer von Cold War, als es gelauncht ist. Da gab es zu Release 11 6 gegen 6 Maps, von denen genau 3 gut waren. Es waren einmal Nuketown, was ja auch wieder bloß ein Remake war, Garrison und Crossroads Strike. Don't get me wrong, ich liebe Cold War und muss sagen, dass es heute bis auf SBMM ein sehr gutes COD ist, was aber wiederum auch vielen Remakes aus Black Ops 2 zugute kommt. Man kann also sagen, dass Black Ops 2 genau das richtig gemacht hat, was Cold War versaut hat. Den Launch. Insbesondere auch die Maps. Die Maps sind in einem COD nicht alles. Man braucht auch ein gutes Klassensystem. Und hier hat Black Ops 2 absolut geglänzt. Es war das erste COD mit dem 10-Slot-System bei den Klassen. Man kann hier frei entscheiden, ob man eine Sekundärwaffe mitnimmt, ob man vielleicht die Granate weglässt, wie viele Aufsätze man auf seiner Waffe macht und ob man das Ganze vielleicht doch alles wegwirft und 6 Perks mitnimmt. Das hat Call of Duty absolut revolutioniert und dem Spieler das Gefühl gegeben, mehr Kontrolle zu haben. Für die damalige Zeit war es zu krass. Kein einziges Game zuvor hatte in dieser Genre so ein ausgefeiltes Klassensystem. Doch wie man sich bestimmt denken kann, waren die absolut geilen Waffen wie die SCAR, die AN, die MSMC mit diesem kranken Klassensetup zusammen nicht das einzige, was das Spiel abhob, sondern Black Ops 2 führte außerdem als erstes COD das Scorestreak-System ein, welches COD auch wieder absolut revolutionierte. Anstatt seine Streaks jetzt ab einer gewissen Killzahl zu erreichen, brauchte man eine bestimmte Punktezahl. Das bewirkte, dass man erstmals jede Killstreak zusammenspielen konnte. In früheren CODs war ja das Problem, viele Killstreaks auf demselben Killslot zu haben. Wollte man zum Beispiel eine Drohne und Konterdrohne mitnehmen und beide Streaks waren auf einer Vierer-Streak erreichbar, musste man sich für eine davon entscheiden und konnte nicht beides mitnehmen. Das war bei Black Ops 2 nicht mehr der Fall, da jede Streak eine unterschiedliche Punktzahl brauchte. Mal als Beispiel, man will eine Drohne, Konterdrohne mitnehmen, so hätte dann die Drohne beispielsweise 450 Punkte gekostet und die Konterdrohne 500. Keine Ahnung wieso, aber im neuen Call of Duty Vanguard hat man sich dann wieder entschieden, das alte Killstreak-System zu nutzen, anstatt diesem geilen Scorestreak-System aus Black Ops 2. Neben diesem geilen Aspekt des Scorestreak-Systems brachte einen die Neuerung außerdem dazu, viel mehr das Objective zu spielen. Man bekam zum Beispiel bei Eroberung in Herrschaft pro Eroberung 200 Punkte, bei Eroberungskills ebenfalls 200 Punkte, während man bei normalen Kills plus 100 bekam. Was dazu führte, dass man, wenn man am Anfang des Matches auf B rushte und 5 Capture Kills machte, direkt 1200 Punkte zur Verfügung hatte und seinen Orbitalsatelliten erreichen konnte. Was in Cold War auch wieder nicht geht. Dort haben sie zwar auch ein Scorestreak-System, aber da sind die Punkte so extrem hoch angesetzt, dass so ein Flaggen-Capture absolut nichts zum Erreichen der Streaks beiträgt und man seine Punkte eher dadurch erreicht, Kills zu machen, ohne zu sterben, da man abblutrünstig und dann immer 500 oder 300 Punkte pro Kill bekommt. Aber jetzt mal Scorestreak-System hin oder her. Können wir mal darüber reden, was für kranke Streaks das Game hatte? Das Spiel hatte von Release
an. 22 Streaks, wofür wirklich jeden etwas dabei war. Egal ob Nuke Sweater, Anfänger oder ein absoluter Killfetzer, der jede Runde 200 Kills machen wollte. Ich sag bloß Orbi-Hundeschwarm. Junge, wenn man all diese Streaks hatte, war es fast unmöglich, kein 100-Plus zu machen in den natürlichen Lobbys, die nicht von SBMM zerfressen waren. Die Streaks, die man selbst steuerte, waren außerdem absolut wild. Egal ob Loadstar oder Vitaleinheit, die Dinger haben Kills gemacht ohne Ende. Dass damals einfach keinen Spawnschutz gab, was man nun ja von den neuen CODs nicht behaupten kann. Yay, Spawn Protection! Alle Streaks bringen einem aber nichts, wenn eine Sache fehlt. Das Gun-Feeling. Ich habe vor kurzem mal wieder BO2 auf Plutonium gespielt und ich muss sagen, Mann, fühlt es sich gut an, in diesem Oldschool-Shooter Kills zu machen. Die Waffen haben einen crunchy Sound, die Hitmarker klingen satisfying, die Time-to-Kill ist perfekt, das Movement ist simpel, aber trotzdem vorhanden und kann genutzt werden. Und ach ja, erinnert ihr euch noch an die Callouts der Soldaten? Einfach göttlich, oder nicht? Passen wir abschließend noch einmal zusammen. Black Ops 2 war so absolut geil, weil das Score-Streak-System absolut Bombe war. Die Streaks an sich einfach nur reingefetzt haben. Es gab keinen Spawn-Schutz, es gab kein SBMM. Die Lobbys haben sich komplett natürlich angefühlt. Die Waffen waren absolut göttlich. Das neue Klassensystem war einfach nur herrlich. Die Maps waren total krank von Launch an und die DLC-Maps, die später noch ins Game kamen. Der Zombie-Modus war komplett krank. Und die Kampagne hat auch richtig Spaß gemacht. Und das Spiel hat sich im Großen und Ganzen einfach nur Bombe angefühlt. Ach ja, Leute, das war schon eine geile Zeit damals. Und ja, wir sind alle traurig, dass diese Zeit nie mal wiederkommen wird. Aber denkt stets daran, immerhin haben wir die Zeit miterlebt. Und anstatt hinterher zu trauern, sollten wir alle dankbar sein, dieses geile Call of Duty gespielt zu haben, als es rauskam. Ich sitze jetzt hier gerade da, habe das Video so gut wie fertig geschnitten und es sind jetzt doch fast 12 Stunden Arbeit geworden. Also geht sicher, es mit euren alten Zocker-Homies zu teilen, um ihnen vielleicht mal wieder ein Flashback an die gute alte Zeit zu geben. Und dann würde ich sagen, Leute, ich bin X-der Deutsche, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht abonniert ihr auch und lasst ein Like da. Macht's gut. Peace.